Unser Gitarrist lacht, das ist Saule. Ja. Oh! Oh oh. Hi, Gord aus Frankfurt, oder? Wir haben uns vor 2 Jahren, sag ich mal, richtig gegründet. Uns gab es vorher schon eine Weile. Und ja, haben uns jetzt aber hier vor 2 Jahren mit hier Rocky einmal an der Gitarre. Das ist dann rechts, links daneben, unser zweiter Gitarrist ist Saule. Machen wir einen schönen Gruß an die Kamera. So. Schnell, hey, Wolle. Ja. Der erst letztes Jahr dazugekommen ist, weil wir halt leider einen Gitarristen hatten. Ja, ich bin Joey, der Schlagzeuger. Haben wir noch, leider heute nicht hier sind, unser Zottel am Bass. Rekord, live im Studio. Bass wird eingespielt. Und unser kleiner Maui am Amisang. Ja, wir sind jetzt gerade hier bei uns im Bandraum und nehmen gerade unsere kleine EP, sag ich mal, auf für unser späteres Album. Die Songs sollen natürlich auch aufkommen. Ja. Und ja, wir nehmen mit unserem besten Kumpel auf, Cory. Ich will den Speck jetzt noch machen. Sieht so, Alter. Ach, die Speck. Das war jetzt mal. Ja. Der macht uns das so, ich sag mal, kostenlos für ein paar Flaschen da hinten, die da stehen. Ja, er macht das eigentlich ganz gut. Wie siehst du, wie ihr mal gucken könnt, wir machen das über, ganz einfach über Cubase. Also, wie gesagt, wir nehmen mit Cory auf, unserem besten Kumpel. Wir nehmen mit Cubase auf, wie ihr sehen könnt. Und ja, klappt eigentlich soweit ganz gut. Er hat sich da ein bisschen reingefuchst und wir versuchen daraus, ich sag mal, das Beste, wie wir jetzt so machen. Wir nehmen jetzt, wie gesagt, 3 Songs auf. Unsere für uns entschiedenen besten Songs, die wir derzeit haben. Ja, und die sollen natürlich später auch alle aufs Album kommen. Zu unserer Musikrichtung muss man sagen, ist jetzt sehr schwierig zu sagen. Wir definieren uns immer selber als männlich. Also wir versuchen schon harte Musik zu machen, eben auch Einflüsse von Death by Icon, Molotov Solution, Emmy oder so, alles was so schon angekommen. Versuchen wir auch ein bisschen mit ein paar Synthesizern zu arbeiten, nachher auf der Platte. Natürlich auch einen eigenen Stil zu kriegen, was total sehr schwierig ist, aber wir arbeiten auf jeden Fall hart und fest an der ganzen Sache. Ja, sonst hoffe ich, dass die Songs euch alle gefallen werden, die wir aufnehmen. Die könnt ihr euch natürlich später auf unserer Seite anhören. Und wenn jemand Bock hat, um uns zu zocken, wir haben immer Bock, soweit die Zeit möglich ist, einfach anschreiben, fragen, liken und dann, ich denke mal, kann man da coole Sachen drin starten. Ne? Gegenwärtig dabei. Kannst quasi loslegen. Soll ich loslegen einfach, ja? Ich muss lachen, ey, geht gar nicht, Alter, wie scheiße das ist. Lache ich anfangen kann. Fang an. Ja. So, pass auf. Ihr könntet ja alle draufschneiden. Ja, ja. Komm, man sieht den Müll nicht hier. Kannst quasi auch weitermachen. Ja, bitte. Keine Ahnung, was da los war. Weil Bier geht tatsächlich auch. Ja, und jetzt halt die Kippe verloren. Verloren? Ja, muss ja, weil ich sie ja hatte im Auto. Also auf dem Weg zum. Also ich hab sie rausgenommen an der Kasse gewesen. Fallen lassen. Und dann bin ich mich aber so durch Kaufen gelogen. Ne? Och nö, ey! Ich will ja mal im Auto gucken. Das ist schon genau. Deine Tüte hier nochmal wieder. Na, der kein Geld mehr reichen. Für eine Tüte? Warum sollte der Geld nicht reichen?
der Gitarrist nächste Album. Mit scheiße Erde. Ich noch immer für die Phänomen, Alter. Hey! Was ist denn der Nächste?